Sieht aus wie Holz, ist es aber nicht. Und zwar Kubikas. Wenn du wissen willst, was das ist und warum und überhaupt, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Osten vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Kuxa von Kubica und anderes Essbesteck und Essgeschirr. Und diese Teile, die gibt es jetzt bei mir im Shop. Gebe da unten den Link natürlich, billige Eigenwerbung. Aber ich mag was dazu sagen. Ich habe diese hier schon sehr lange im Einsatz. Und zwar nicht die, die ich da jetzt in der Hand habe, sondern genau dieses Modell hier. Bei mir ist da so ein schwarzer Karabiner drauf, den ich mir natürlich selbst draufgegeben habe. Und das ist im Reini Rossmann Ausrüstungsuniversum verschollen im Moment. Ich finde es nicht. Ich habe gesucht eine halbe Stunde und habe gesagt, ist jetzt egal. Ich habe die sehr lange Zeit und die Leute bei den Trainings haben immer gesagt, Reini, wow, die ist so schön, hast die selber gemacht. Und weißt du, was ich dann immer gesagt habe? Nein, die habe ich selber gekauft. Und zwar, das ist eine Kubica made in Finnland. Das ist Kunststoff. Das ist ein Kunststoff, irgendwie recycelt aus Papier und Karton und Kunststoff. Sehr leicht, trotz alledem sehr stabil, also nicht irgendein Klumpert, BPA-frei, aber trotzdem Kunststoff. Und ich weiß, dass es den einen oder die andere da draußen gibt, die sagen, Kunststoff ruiniert unsere Welt. Ist auch richtig. Also entweder das große herumschwimmende und herumliegende oder das Mikroplastik, das überall unterwegs ist. Es ist ganz klar, dass das ein Problem ist. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob es dann eigentlich nett und schön ist, eine Kubica zu verwenden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Punkt dabei ist aber ein anderer. Kunststoff, ordentlich, vernünftig, sinnvoll eingesetzt, ist ein wahrer Segen. Nur man kann es halt übertreiben und man kann einfach sagen, ist ja wurscht. Und die Entsorgung ist das Problem, nicht das Produkt selber. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe auch Holz-Kuxa, also Kubica ist die Firma und das ist eine Kuxa. Und bei dem ist es zum Beispiel so, die brauchen Liebe. Das heißt, die reißen vielleicht, die müssen immer wieder eingeweicht werden, da muss man sich darum kümmern. Bei dem brauche ich mich überhaupt nicht kümmern, das ist Kunststoff. Das kann ich einen Geschirrspüler geben, das kann ich mit heißem Wasser übergießen und den kann ich bös sein, das kann ich austrocknen lassen, das kann ich ins Wasser einlegen. Ist dem alles egal, weil es Kunststoff ist. Und wir haben das in unterschiedlichen Farben, entweder in diesem Grünton oder in diesem Holzbraunton. Und ich mag die sehr gern, weil sie extrem stabil und extrem robust sind. Was am Anfang da ist, ist ein bisschen Eigengeruch. So. Aber ganz sanft, wirklich nur ganz sanft, nicht unangenehm und ein paar Mal auswaschen und die Sache ist erledigt. Was ich unbedingt haben wollte, ist das hier. Ich kenne das, die Samen, also oder in Lappland sozusagen, die Ureinwohner, ja, die haben solche kleinen Teile ja, am Gürtel hängen und haben damit immer einen Becher mit, für einen Kaffee zum Beispiel oder für was auch immer. Ich finde das voll lieb, kann man ja mit dem hier auch machen, aber der ist so klein und leicht, den kann man immer da hängen haben und du hast einen kleinen Behälter mit. Sehr, sehr praktisch, gibt es natürlich auch bei mir im Shop, das ist eh ganz klar. So, das sind einmal die Becher, die normalen, aber wir haben auch größere hergenommen, ja, diese großen Teile hier, die finde ich auch sehr praktisch, die sind halt dann wirklich schon wieder groß und ja, muss da ganz einfach taugen und jetzt hat sich alles ein bisschen verwurschtelt. Was wir auch haben, sind jetzt zwei so S-Kuxas, weiß ich nicht, wie man die nennt. Die habe ich selber nicht. Die habe ich auch in dieser Form, aber nicht von Kubica, weil der ist schon relativ schwer. Also das merkt man schon. Da merkt man schon, dass man was in der Hand hat, aber es ist auch wirklich richtig schön robust. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, die sind ein Klumper, das will ich damit nicht sagen. Aber die sind nicht mehr so leicht, dass ich jetzt sage, der Sprung auf ein Edelstahl oder auf Titan oder Aluminium sowieso nicht, aber auf Edelstahl ist noch allzu weit. Da muss ich das sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bowl Grip von Tatonka hernehme, gebe ich da auch unten den Link in meinen Shop, der ist auch ungefähr so schwer. Und da habe ich aber ein Metallteil, das ich ins Feuer stellen kann. Also das ist ein bisschen der Nachteil. Aber der Vorteil ist, du kriegst da wirklich viel rein. Viel mehr als in andere Edelstahlbehältermäßige, aber der ist wirklich recht schwer. Und du kriegst da viel rein. Das heißt, wenn du viel futtern willst, ist das eine nette Sache. Aber der ist ein bisschen schwer, das muss ich der Vollständigkeit halber dazu sagen, sonst würde ich mich emotional nicht gut fühlen, weil ich mir dann denke, ich verkaufe dir etwas oder sage, das ist cool und du kaufst es dann und dann denkst du, boah, das ist so schwer, warum hat der Reini das nicht gesagt? Also deswegen. Und dann gibt es einen Feuerstahl auch von der Firma Kubica, der ist auch der Scandinavian Outdoor Award Hardware Winner.
ich sag's halt so, wie es halt ich sagen kann. Vielleicht mag mir wieder jemand eine Mail schicken oder mir korrigieren, wie man das richtig ausspricht. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Wird aber nicht mehr besser, glaube ich. Und der hat auch diesen, das Griffmaterial ist dieser Kunststoff und dann ist ein Feuerstahl eingebaut, ist okay. Der Punkt ist, und das sage ich immer wieder und das sage ich auch bei meinen Trainings und das sage ich bei der Survival Online Coaching Ausbildung und so weiter, gebe ich da auch unten den Link natürlich, dass der Schaber das Elementare ist. Und der Schaber, den die da gemacht haben, der ist wirklich sehr brauchbar. Der hat zwei wirklich angeschliffene Bereiche. Wenn du da mit dem Finger drüber fährst und sagst, ich will eigentlich aufhören, aber ich mache es nur, weil ich es herzeigen will. Wenn das Gefühl entsteht, dann ist es gut. Wenn es so, könnte ich ein Jahr lang machen, dann wirst du nicht genügend Material abarbeiten können. Und das ist das Geheimnis dabei. Er ist auch groß, damit man schön arbeiten kann. Das Lederband, das dabei ist, kann man aufmachen. Ist eine tolle Sache. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Teile gut. Wir haben sie jetzt ins Sortiment aufgenommen, weil wir einfach gedacht haben, wir machen das jetzt ganz einfach, aus Spaß auch und weil wir die Produkte gut finden. Und ich kann dir nur eines sagen. Das ist natürlich, weil ich auch immer wieder gefragt werde, Survival Shop und so weiter, das ist jetzt keine Survival-Ausrüstung. Aber was ist Survival-Ausrüstung? Was ist das? All das, was du dabei hast und auch tragen kannst und trotzdem, das hilft dir, handlungsfähig zu bleiben. Aber Survival muss ja nicht immer dieses Harte und Komm und wir müssen alle sterben sein. Und es kann ja ganz einfach lustig sein, dass man rausgeht, Bushcraft betreibt oder wenn man wandern geht oder wenn man einfach so unterwegs ist, campieren geht, dann kann man diese Ausrüstung auch verwenden. Wo hört Camping-Ausrüstung auf und fangt Survival-Ausrüstung an und umgekehrt. Das ist halt so. Daher, auch wenn ich ein Survival-Shop-Betreiber bin, ich finde, dass das ein Produkt ist, das einfach toll ist und zu Outdoor, Bushcraft und Survival und Camping passt und deswegen haben wir es mit aufgenommen. Und ich bin mir sicher, wenn du eins bestellst, wirst du deine Freude daran haben. Das war's jetzt. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Hast du Kubica? Schreib uns ein bisschen was. Wie siehst du das? Und ja, das war's. Abo! Mag ich dich bitten, Daumen nach oben, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann vom Survival Outdoor Camping und ich mach's mir gut, Shop. Bis bald, ciao.